Schön, dass du wieder eingeschaltet hast zu einer neuen Folge hier in Minecraft. Heute geht's ran, dass wir das Häuschen von Spider-Man bauen. Und zwar gibt's wieder so eine neue animierte Serie zu Spider-Man. Da ist ja, sag ich mal, fast jede Art von Spider-Man vertreten, also aus jedem Universum so pipapo so gemischt. Und da denke ich mir, hey, so ein Animationsserienstil, den mögen wir doch, den bauen wir doch einfach mal in Minecraft nach. Von daher, Spider-Man kriegt sein Häuschen heute auch hier bei uns auf dieser Welt. Daher schnappen wir gleich mal unsere Blöcke und dann geht's los. Für unseren Start holen wir uns erstmal wieder ein bisschen Beton raus. Einmal den grauen, blauen und roten Beton. Dann holen wir uns glatte Quarzstufen, davon nochmal die Treppen. Gleiches Spiel nochmal mit dem glatten Sandstein. Da bitte auch nochmal Treppen wie Stufen. So, und heute für das Glas, für unsere Fenster, nehmen wir natürlich Glasblöcke und Glasscheiben. Die Farbe darfst du immer du entscheiden. Ich empfehle heute mal das hellblaue Glas. Wir legen erstmal los mit dem Grundriss, das heißt grauer Beton zur Hand und dann fangen wir mit der Vorderseite an. Hier ziehe ich mir jetzt 1, 2, 3, 4, 5 Blöcke hin, dann lasse ich mir 2 Blöcke Platz und setze mir nochmal einen hin. So, jetzt geht's gleich einmal nach hinten weg, hier setzen wir nochmal 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 Blöcke ran. Insgesamt haben wir dann 11 Blöcke hier auf der Seite. So, Rückseite, gehen wir nochmal zur Seite weg, hier nochmal 3 Blöcke ransetzen, 2 Blöcke wieder freilassen. Diese Blöcke, die wir jetzt immer freilassen, sind einmal natürlich hier vorne die Haustür, wie natürlich hinten unsere Gartentür, die wir dadurch freilassen. So, dann setzen wir nochmal 2 weitere Blöcke hin und können das dann von hinten nach vorne noch einmal verbinden. So, jetzt nehmen wir gleich mal unseren blauen Beton und können jetzt komplett auf unseren grauen Beton 6-mal den blauen setzen. So, jetzt habe ich hier 3-mal, so 4. Reihe, 5. Reihe und 6. Reihe. Bei unseren Türen können wir ganz oben einfach mal die letzten 2 Reihen miteinander verbinden. Das machen wir vorne wie auf der Rückseite. Auf der Vorderseite setzen wir jetzt hier die nächste Reihe einmal rauf. Hierbei lassen wir jetzt einen Block an der Seite frei. Danach lassen wir 2 Blöcke an der Seite frei und ja, können theoretisch nur noch hier oben 2 Blöcke hinsetzen. So, jetzt fliegen wir mal auf die Rückseite. Wir wollen unseren blauen Beton einmal nach innen setzen. Auf der Rückseite einmal glatt hinten ransetzen. Und auf der Seite, da ziehen wir mal ein bisschen, und zwar den schon mal mit. Also 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. So, 7 Blöcke, das passt wunderbar. Dann ziehe ich das natürlich hier einmal noch zur anderen Seite und wieder hier hinten einmal ran. Dieses Viereck wollen wir jetzt auf eine Höhe setzen von insgesamt 10 Blöcke. Da ziehen wir nochmal mit, also den hier auch. Also 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. So, dann ziehen wir das Ganze hier einmal hoch. Wenn ihr euren Turm hochgezogen habt vom Häuschen, geht es jetzt weiter mit dem roten Beton. Gleich einmal auf der Vorder- und Rückseite setzt ihr hier wieder so die Spitze für unser Dach einmal rauf. Da belasst ihr immer an der Seite einen Blockplatz. So, das machen wir auch auf der Rückseite. Wunderbar. So, jetzt fliegen wir einmal nach unten und wollen schon unsere Türen reinsetzen. So, wir setzen nun roten Beton einmal in unsere Tür rein, sodass wir hier vorne natürlich eine Lücke haben. Da könnt ihr unten einmal, na, machen wir mal mit unseren Stufen, würde man sagen, die könnt ihr ruhig unten einmal einen Block ansetzen. Davor setzt ihr dann einmal eure Treppen ran und dann könnt ihr noch über der Tür eine Quarzstufenreihe euch hinsetzen. So, wunderbar, das ist schon mal die Tür. Jetzt fliege ich einfach auf die Rückseite und dann machen wir das Spiel einfach nochmal hinterher. So, roten Beton bis nach oben einmal ziehen. So, dann setze ich mir jetzt an den zweiten Block hier einfach mal eine Stufenreihe hin und davor die Treppenreihe und bei der Tür, zack, hier nochmal eine Stufenreihe hin. Ich überlege gerade, wenn wir schon sowieso dabei sind, hier die Türen reinzuhauen, können wir auch gleich daneben schon mal ein Fenster uns machen. Und ich werde jetzt hier einfach mal ganz stumpf meine Glasblöcke in die Wand setzen und unter unserer Fensterfront nochmal so ein kleines Fensterbrett mir mit meinen Quarzstufen platzieren. So, ich fliege hier gleich mal auf die Seite hin. Ihr könnt euch die Fenster hier immer noch so ein bisschen versetzen, wenn ihr wollt. Das ist nicht so ganz vorgegeben von der Serie. Ich mache mir jetzt hier einfach mal so ein 4x3 Fenster einfach mal rein. Auch wieder hier setze ich mir meine Glasblöcke hin. Ihr könnt natürlich auch gerne eure Glasscheiben verwenden. So wie euch das gefällt, so platziert ihr euch doch. Auf der Vorderseite mache ich mir nochmal so ein 3x3 Fenster hin. So, Fensterbank unten schon mal platzieren. Dann setze ich auch hier wieder meine Glasblöcke einmal rein. Aber auf der Vorderseite steht das Fenster noch so ein bisschen hervor. Das heißt, ich setze mir einfach mal bei unserer 3 Reihe in der Mitte eine Strebe hin. Und an der Seite, um das noch so ein bisschen abzurunden, einfach unsere die Glasscheiben hin. Ganz oben drauf machen wir noch ein kleines Vordach. Und zwar einfach mit rotem Beton und fertig ist das Ganze. So, jetzt fliegen wir wieder zur Seite. Hier könnt ihr euch wieder Fenster verteilen, wie ihr wollt. Ich mache mir hier mal nochmal so ein 3x3 Fenster einfach hin. Man kann auch gerne 2 Fenster sich platzieren. Ne, macht euch das, wie ihr wollt. So, wir fliegen mal bei der Vorderseite hier oben bei unseren Turm hin. Und zwar schlage ich mir jetzt hier 4 Blöcke mal so weg. Und das machen wir mal auf eine Höhe von
auch 4. Also ein 4x4 Feld. So, an den Seiten setze ich mir jetzt einfach mal meine roten Betonblöcke hin. In der Mitte, da kommen dann ganz normal hier meine Glasblöcke ran. So, darunter setze ich mir nochmal natürlich hier meine Stufen hin als Fensterbank. Und das gleiche nochmal darüber. Na, da können wir auch nochmal ruhig nochmal so eine Fensterreihe hinsetzen. So, auf der Seite hier würde ich mal sagen, ich mache mal hier die Fensterbank so auf der gleichen Höhe, wie ich das jetzt hier habe. Mache ich mir nochmal so einfach so ein 2x2 Fenster einfach mal rein. Oh, das mache ich mir synchron auf der anderen Seite mal hinterher. Ihr könnt es auch gerne nochmal so ein bisschen versetzen. Müssen wir mal kurz gucken. So, auf der Höhe hier war das Ganze. Na gut, Freunde, dann geht es jetzt dran, dass wir auch das Dach jetzt langsam raufziehen. So, wir ziehen uns hier erstmal eine Treppenreihe lang. Also jeweils hier immer beim Übergang können wir ruhig eine Treppe raufsetzen. So, wir wollen unser Dach natürlich auch gleich einmal überstehen lassen. Das heißt auch nach vorne weg. Hier einmal müssen wir mal ziehen. So, ganz oben drauf, da setze ich mir keine Treppen hin, sondern ganz normal ein paar Stufen. So, jetzt wollen wir das Ganze natürlich auch, na, würde ich mal sagen, noch hier einmal an der Seite überstehen lassen. Einfach hier mit einer Stufenreihe so, die ziehe ich mir hier einmal auch hinten einmal so lang. Wunderbar. Und wieder nach vorne weg. Denn jetzt kommen wir dazu, unser Dach wieder zu verstärken. Das heißt, ihr nehmt wieder eure Quarztreppen und Stufen. Immer bei so einem Übergang, da setzen wir die Treppen hin. Und da, wo es glatt ist, da kommen natürlich unsere Stufen ran. Wenn wir das geschafft haben, geht es jetzt ran, dass wir nach oben fliegen und hier natürlich auch nochmal unser Dach aufsetzen. Ganz oben wollen wir aber ganz normal nur mit Treppen uns das hier so langziehen. Unter unseren obersten Dach hier setzen wir natürlich auch wieder einmal unsere Quarztreppen und Stufen, damit das Ganze natürlich auch stabil ist. Auf der Vorder- und Rückseite wollen wir das Ganze nochmal ein bisschen mehr stabil sehen. Und zwar, wir haben ja hier diesen Übergang vom blauen Beton zum roten Beton und den grenzen wir nochmal ab mit einer Quarzstufenreihe. So, wie gesagt, Vorder- und Rückseite, einfach hier gucken beim Übergang, zack, und hier einfach die Stufen hinsetzen. Jetzt habe ich ja zuerst die Fenster mir reingesetzt und da fällt mir gerade auf, bei meinem Vorbau habe ich meine Fenster sogar noch eine Blockreihe höher gesetzt. Da könnte man jetzt sich entscheiden, was nimmt man da, so ein Dreierfenster oder so ein Zweierfenster? Geschmackssache, aber ich glaube, so ein Zweierfenster sieht gar nicht mal so schlecht aus. Ne? Ich glaube, ein Dreierfenster ist wieder zu groß hierfür. Naja, das darf man ja entscheiden, wie man möchte. Wir sind schon so gut wie am Ende mit unseren Spider-Man aus. So, ich mache natürlich noch ein paar Knöpfe hin. Einmal als Türgriff oder auch hier an der Seite könnt ihr gerne noch ein paar Knöpfe oder einen Stopperhaken platzieren. Einfach so als Deko, als Lampe oder sowas könnte man sowas nehmen. Man kann aber auch noch ganz oben bei unserem ganz großen Fenster an den Seiten noch ein paar Karmisiden-Falltüren platzieren. Einfach hier bei unserem roten Beton. Das hebt so ein bisschen hier das Fenster noch hervor. Das finde ich ganz schick. Und sonst fliegen wir natürlich nochmal auf die Rückseite. Denn hier haben wir auch noch eine Tür. Das heißt, hier könnt ihr auch nochmal einen Türknopf anbringen. Somit habt ihr denn euer Spider-Man-Häuschen fertig. Naja, was heißt fertig? Ihr könnt natürlich noch immer eure Fenster verkleiden, so dass man nicht reingucken kann. Hier habe ich zum Beispiel Packeis genommen. Finde ich ganz schick. Das passt hier zum Häuschen. Sonst könnt ihr euch natürlich noch einen Garten ziehen. Einfach so an der Seite so eine Mauer lang. Ja, ein Bäumchen gepflanzt. Hier ein bisschen größerer Baum. Den habe ich da in der Folge gesehen. Aber sonst war hinten im Garten nicht wirklich irgendwas platziert. Also platziert euch da auch einfach einen Baum, ein paar Büsche hin, Gräser und fertig habt ihr das. Wir haben es wieder geschafft. Wir sind am Ende des Videos angelangt. Jetzt findest du natürlich oben in der Infobox noch weitere tolle Videos. Oder abonniere einfach den Kanal, dann bleibst du mal auf dem laufenden Stand und verpasst, ja, gar kein Video mehr. Ich bedanke mich dann wie immer fürs Zusehen. Wünsche dir natürlich noch einen schönen Tag. Bleib gesund, haut rein und ciao.